Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu den wöchentlichen Top-Partien. Es gibt heute ein 35k-Pack als Gesamtbelohnung. Ansonsten bringen die Einzelpacks jetzt nicht so viel. Oh Mann, was ist denn das jetzt schon wieder? Genauso wie gestern mit Reus. Die Einzelpacks sind nicht so krass. Es gibt ein Elektrum-Spieler-Set, ein Gold-Pack, ein Jumbo-Gold-Pack und ein kleines Prime-Gold-Spieler-Set. Nimmt man mit, aber ist jetzt nichts Besonderes. Hier in der ersten Challenge ist ein bisschen strange. Veracruz gegen Puebla. Dürfen wir maximal 3 Spieler aus Mexiko benutzen. Warum auch immer. I don't get it. Ansonsten mindestens 2 Ligen mit 76er Rated Team und eine 85er Chemie. Wir haben eine 100er Chemie gemacht oder erreicht. Und im Endeffekt einfach hier ein Super League Team und ein Keeper aus der Serie A auf Random reingeklatscht. Ja, easy going. Einfach nur, wie gesagt, vorne Super League. Low-rated Goldspieler, ein paar Silberspieler, hinten noch auf random irgendein Keeper für die zweite Liga. Und es hat gereicht, könnt ihr auch ohne Loyalität 1:1 nachbauen, wenn ihr möchtet. Ich denke, da muss man nicht so viele Worte zu verlieren. Ich verstehe den Sinn der Challenge irgendwie nicht, weil das hat irgendwie gar nichts mit dem Spiel zu tun. Gut, maximal 3 Mexikaner, verstehe ich nicht wieso, wird es vielleicht irgendeinen Grund für geben, aber wiederum brauchst du halt wirklich gar nichts, was in die Richtung Mexiko dann geht. Und dann ist es irgendwie sinnlos, dass es um das Spiel geht, aber egal. Nächstes Spiel ist FC Nantes gegen AS Saint-Étienne. Ja, da brauchen wir mindestens 2 Spieler von Nantes, mindestens 2 von Nantes und Etienne zusammen. Also entweder 1 und 1 oder 2 von, ne, sollte klar sein. Wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, einen von dem und einen von dem Verein genommen. Ansonsten maximal 4 Spieler mit derselben Nationalität, mindestens 2 Vereine, mindestens 7 Goldspieler und eine 85er Chemie. Wir haben eine 100er Chemie, easy going erreicht und haben hier einfach ein League A-Team gebaut mit, ja, eben genau 7 Goldspielern und ansonsten 2 Spielern von Nantes und Saint-Étienne zusammen, also einen von Nantes und einen von Saint-Étienne. In dem Fall Subotic von Saint-Étienne und Dingstürmer von Nantes. Ansonsten, wie gesagt, einfach nur Ligue 1-Team gebaut. Auch ohne Loyalität könnt ihr das nachbauen, wenn ihr möchtet. Aber, ich sag's ja immer wieder, arbeitet lieber mit dem, was ihr selber im Verein habt. Hier gibt's ja eh nur ein 5k-Pack für, also hätte sich jetzt hier auch nicht groß gelohnt, noch irgendwelche Higher-Rated-Spieler für abzugeben. Nächste Challenge ist dann Feyenoord gegen Ajax. Da kriegt man halt das kleine Prime-Goldspieler-Set. Ist solide. Hier haben wir einfach ein Ehredivisen-Team gebaut. Wir brauchen mindestens 3 Holländer, mindestens 3 Nationalitäten, maximal 5 Spieler vom selben Verein und mindestens 74er-Rating und eine 85er-Chemie. Wir haben im Endeffekt ja alles easy erfüllt. Rating genau erreicht, Chemie haben wir auch erreicht. Auch ohne Loyalität könnt ihr das 1:1 nachbauen, wenn ihr möchtet. Einfach ein Ehredivise-Team gemacht. Ja, und halt darauf geachtet, wir haben maximal 2 von einem Verein drin immer. Und dann passt es ja relativ easy. Ja, nimmt man mit, denke ich mal, ist klar. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ja, wie gesagt, nimmt man halt mit. Dann haben wir die letzte Challenge am Start. Bayern gegen den VfB Stuttgart. Und da brauchen wir zwei Spieler von Bayern und Stuttgart zusammen. Wir haben jetzt hier einen von Bayern und einen von Stuttgart genommen. Mindestens 4 Ligen, außerdem genaue Goldqualität und eine 85er Chemie. Das ist das einzige Team, was ihr nicht 1:1 nachbauen könnt ohne Loyalität. Hier bräuchtet ihr, wir haben 11 Spieler auf Loyalität, dann hätten wir 77. Das heißt, ihr bräuchtet insgesamt 8 Spieler auf Loyalität, wenn ihr das 1:1 nachbauen wollt. Ihr könntet den Typen hier noch umformen, dann hätte man hier nochmal 3 Chemiepunkte mehr. Dann hätten wir 91 und dann 91 minus 11 sind wir bei 80. Also bräuchtet ihr 5 Spieler auf Loyalität, wenn ihr den Typen hier umformt. Ansonsten hier noch einen Stürmer nehmt, dann hätten wir da auch nochmal 9 Chemie, also plus 6 nochmal. Und dann, also hier einfach einen Stürmer nehmen und den Herrn umformen und dann sollte es, denke ich, mal passen. Auch ohne Loyalität. Ja, muss man halt gucken. Ich hatte jetzt keinen serbischen Stürmer aus einer 4. Liga im Verein, deswegen habe ich das so gemacht. Beziehungsweise ich hatte generell keinen serbischen Stürmer im Verein. Und ja, von daher relativ easy. Ja, ansonsten hinten Bundesliga und Flügel auch Bundesliga. Halt über die Serben-Connection mit Gacinovic und Kostic verlinkt. Rechts einfach auf random Mateusz Pereira noch reingeklatscht, hat ja gereicht. Und deswegen ist es, denke ich mal, relativ easy. Maffeo und Rafinha sind die beiden Spieler von Stuttgart und Bayern. Ansonsten, wie gesagt, vorne halt über die Serben-Connection in der 4. Liga und also in der dritte und 4. Liga gegangen. Mann, Alter, was ist jetzt los? Wir kriegen dafür ein Jumbo-Gold-Pack und insgesamt, wie gesagt, nochmal ein 35k-Pack. Kann man in jedem Fall mit leben, denke ich mal. Ob es jetzt so worth it ist, keine Ahnung. Ich habe halt alles aus dem Verein gemacht, also ich habe dafür nichts bezahlt. Und deswegen ist es für mich in dem Sinne schon worth it, weil, warum nicht? 5k-Pack, obvious, nothing special, denke ich mal. Nicht mal ein Rare-Spiel in dem Fall. Und deswegen können wir das Ganze auch skippen. Wenn es nicht so lange dauern würde, wäre schön. Wir haben, ja, wie gesagt, nothing special drin. Ich wollte sagen in Serben, aber das war slowakische Flagge, glaube ich. Ich komme aus Slowakei und Slowenien immer durcheinander.
Aber ansonsten, egal, juckt ja nicht. Wir machen das Elektrum-Spieler-Set auf, da ist halt auch nur ein Seltener drin. Würde jetzt auch nichts Special-mäßiges sein. Wenn wir Glück haben, ist der Rare Gold und das ist er sogar. Und es wird sogar über 80 sein und Pedro Leon ist es mit 81, nehmen wir mit. Ist, denke ich mal, in Ordnung. Wie gesagt, es war halt hier nur ein seltener Spieler drin und nur 6 Goldspieler, dann noch 6 Silberspieler. Also ist hier jetzt ein, ja, guter Spieler drin, das ist halt sehr unwahrscheinlich. Torunariga ist gar nicht mal so bad, denke ich mal. Weil, ja, gut, Bundesliga halt und Silber. Gut, Hertha hat, glaube ich, hat Hertha 2 andere Goldverteidiger. Reki Kansa auf jeden Fall und den haben sie noch stark. Also, ja, da gibt es halt Alternativen. Aber egal, wir machen das Jumbo-Gold-Pack auf, let's go. Wieder kein Walkout, aber ist ja auch bei den Packs nicht wirklich zu erwarten. Es wird wieder ein Rare-Spieler, Tagliafico müsste es sein. Ja, können wir auch skippen. Jetzt haben wir noch 2 einigermaßen interessante Packs am Start. Das kleine Prime-Gold-Spieler-Set kann ganz gut sein, aber weil es halt klein ist, ist halt die Sache so, ja. Ja, aber wir werden es sehen. Es sind halt immerhin 6 Goldspieler, davon sind 3 selten, also ist gar nicht mal so schlecht. Es wird halt kein Walkout, aber ja. Auch kein Bildschirm leider, immerhin über 80 und das ist der gute Valeri. Ja gut, nehmen wir mit, ist in Ordnung. Wie gesagt, das ist halt ein kleines Prime-Gold-Spieler-Set, deswegen darf man da auch nicht so viel erwarten. Aber im 35k-Pack, da möchte ich wenigstens irgendetwas Interessantes kriegen, Leute. Das wäre ja mal ganz nice. Let's go, ich bin gespannt, was kriegen wir aus dem 35k-Pack? EA? Ja, ein Walkout, let's go! Inform, oder? Let's go, Inform! Lopez, 86er Lopez, nice, Alter. Richtig sick in 86er Endform aus dem 35k-Pack zu ziehen, nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Damit haben wir beide Torita aus dem Team of the Week gezogen. Gibt es noch einen dritten? Ich glaube, es gibt nur Sommer und Lopez. Und wir haben jetzt beide gezogen. Ein solider Walkout. Wird halt nichts kosten. Vielleicht so 40k oder so in dem Dreh. Weil SBCs und so. Aber ja, ist trotzdem ganz nice auf jeden Fall. Dahinter ist erstmal nichts weiter, aber das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Können wir aber, wie gesagt, verkaufen und kriegen dafür 40k immerhin. Ansonsten verfahren uns Storage hinten noch als Duplikate. Ist aber auf jeden Fall ein mega nice Pack gewesen. Lasst mir dafür oder für das Video, wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.